Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und einem neuen Spiel, was erst vor kurzem rausgekommen ist. Es heißt Winkelchi. Und ja, Winkelchi ist ein Spiel, wo man seinen eigenen Laden führen kann. Man fängt natürlich klein an und kann ihn weiter ausbauen. Aber überzeugt euch selbst von dem Spiel. Ich würde sagen, ich mache einfach mal einen neuen Shop. Ich hatte es schon mal angespielt gehabt für ein paar Minuten. Und ich muss sagen, es ist, obwohl es eigentlich sehr einfach gestrickt ist, ein ganz schönes, abwechslungsreiches Spiel. Und ich würde sagen, starten wir das Spiel einfach mal. Dear daughter, this property has been in the family for generations and now it is yours. It would make us proud if you could do what we could not, and that is to clear our family name of debt and return the Koopman name to its former glory. The idea is simple. Sell things for more than you bought them. Then expand and decorate to appeal to more customers. Good luck, we are counting on you. Max Koopman. So, also da steht sowas wie, liebe Tochter, dieser Laden ist schon in den Händen unserer Familie seit Generationen. Nun ist es unserer. Es macht ihren Eltern halt, also es macht ihrer Familie stolz, dass sie diesen Laden übernimmt und hofft, dass sie einen Namen aus dem, dass sie aus dem Laden einen Namen machen kann. Also heißt vergrößern und ja. Und die Idee von der Familie ist einfach, sie wollen einfach expandieren und mehr Käufer erhalten, mehr Interessenten und Händler. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, ich kann nicht so gut Englisch. Ich versuche es natürlich, ich gebe mein Bestes zumindest, das alles zu übersetzen so ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden, auch wenn ich ein bisschen hier für einen Nuscheln bin oder mich verspreche. Es tut mir leid dafür, aber besser kann ich es leider nicht mehr. Ich kann nicht mehr so gut Englisch. So, aber ist auch egal. Es geht um das Spiel an sich und ich würde sagen, beginnen wir das Spiel mal. So. Okay, also hier steht, ob ich Hilfe beim Spiel brauche. Also ob ich erstmal eine Anleitung haben möchte oder nicht. Ich würde sagen, ja, nehmen wir mal, damit wir erstmal klarkommen. So, hier sind die Bewegungen, leider sind die noch nicht eingetragen, welche Buchstaben oder welche Pfeiltasten das sind, aber man kann sich eigentlich denken, entweder sind es halt die Pfeiltasten oder es ist WASD. Man kann mit allen, mit beiden sozusagen sich bewegen. So. Dann drücken wir einmal die rechte Maustaste, rotaten hier ein bisschen, einmal rundherum. So, Manage Shop, also jetzt müssen wir unseren Shop aufbauen. Dazu drücke ich die Tab-Taste und hier kann man seinen Ladentresen, also seinen Tresen sozusagen aufstellen für 15 Silber, damit man dann dort die Verkäufe planen kann und auch andere Händler, die dann auch mit reinkommen, von denen kann man sich dann was kaufen oder man bestellt halt Waren, die Mangelware zurzeit sind dann. Und ja, so, ich drehe mal am Mausrad, so, ich drehe ein bisschen am Rad, ne? So, ich stelle das mal dahin am besten. So, jetzt habe ich neue
Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel den Tisch hier, den brauchen wir. Sonst haben wir noch nichts, okay. Gut, den Tisch brauchen wir, um dort die Waren draufzustellen, die wir dann verkaufen werden. Ich stelle mal einen dorthin. Achso. So, dann werde ich ein Item darauf platzieren. Wir haben hier an der Seite unsere Items, die wir zurzeit auf Lager haben. Das sind also drei Holz, zwei Hammer, drei Brote und zweimal Kleidung. Und ich würde sagen, wir legen erstmal Holz hin. Und jetzt soll ich noch zwei Tische für mich selbst nochmal hinstellen, um noch mehr Ware aufzulegen. So, würde ich sagen, machen wir noch einmal Werkzeug. Und dort in die Ecke werde ich auch nochmal eins hinstellen. So. Und da wird Brot drauf sein. So. Jetzt sind wir bereit. Und jetzt können wir unseren Shop öffnen. So. Und es kommen dann auch schon die ersten Einkäufer, also die ersten Händler und so alles, die sich dann einfach die Waren vom Tresen nehmen, vom Tisch. Und ah, okay. Der will jetzt zum Beispiel Kleidung, das sieht man an Blasen darüber. So, der will Brot, die Frau will Brot. Dann werden wir nochmal Brot hinlegen. Und hier nochmal die Kleidung. So. Dann dort Werkzeug. Und was will der noch? Hier haben wir zum Beispiel Brot, was der eine Händler hier verkauft. Mit 14% Rabatt. Das kaufen wir doch gleich mal. So. Und schon ist auch der erste Tag schon rum. Geht ganz schnell eigentlich. Also es kommen nicht viele Händler oder überhaupt Leute, die hier was einkaufen. Den Tisch, den werde ich mal drehen am besten. Der ist falsch rum. Ich wollte den so haben. So. So, dann klicken wir mal hier aufs Buch oder auch nicht. Na, das wollte ich jetzt nicht. So. Okay. Können wir schon was freischalten? Ja, Pallets. Und Large Table. Large Table, da können wir dann wahrscheinlich haben wir zwei Slots frei. Heißt also, man kann zwei Items darauf platzieren, um Platz zu sparen. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man theoretisch, sage ich mal, hier ein so ein oder zwei so eine Tische wegmachen und platziert dann halt dort so einen großen. So, 100 kostet ein Storage. Okay. Dann würde ich sagen, spare ich mir das Geld erstmal noch. Werde ich dort Brot hinlegen. Und den nächsten Tag sozusagen einleiten und weiter handeln. So, Belich, die kauft jetzt Brot zum Beispiel. Und möchte jetzt noch Klamotten, die wir leider nicht haben. Die Händlerin, was verkauft die? Werkzeug und Brot. So, dann machen wir das so. Bestellen kann ich leider noch nichts. Also man konnte sonst mal bestellen. So. Das da, das dort und das dort. Tut mir leider leid, dass ich nicht mehr habe. Aber es kommt noch. So. Und schon ist der Tag wieder rum. Jetzt haben wir insgesamt 162 Silber. Ich muss bloß aufpassen, weil ich hier oben in zwei Tagen 50 Silber bezahlen muss
für die Miete des Hauses sozusagen. Und nach jedem Bezahlen steigt die Silberrate sozusagen. Da müssen wir immer mehr bezahlen. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich eine Palette hier hinstelle. Zack. So. Ich drücke immer wieder die falsche Taste. So. Okay. Dann werde ich den Shop erstmal wieder öffnen. Ich habe zurzeit leider nicht viel Material. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was kaufen kann von den Händlern, die hier noch kommen. So. Eine Tunika, die kaufen wir mal. Dann Holz dreimal. Machen wir es so. Dann haben wir von allen drei Sachen. Dann werde ich dort Brot hinlegen. Dort kommt Holz hin. So, mal schauen. Das so und das so. Und schon ist der Tag auch wieder rum. Leider ist es so, dass ich, also ich finde jedenfalls, die Tage sind zu kurz und es kommen viel zu wenig Leute und man hat zu wenig Material am Anfang. Klar, es ist gerade mal der Anfang des Spiels, aber ich würde es mir vielleicht in der Hinsicht wünschen, dass man ja das Haus halt so hat, ist klar. Aber vielleicht ein bisschen mehr Material am Anfang hat noch und dass vielleicht auch ein paar mehr Händler kommen und die auch ein bisschen mehr anbieten, also die, die was verkaufen wollen hier, dass die noch ein bisschen mehr anbieten an Ware, dass man die dann kaufen kann. Aber das kommt alles noch. Ich schau mal, was kann ich hier machen noch? Eine Palette nur, Large Table. Tailoring Station. Damit kann ich Stoffe in Kleidung umwandeln. Also, das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Das haben wir schon mal freigeschaltet jetzt. So, was haben wir denn hier? Okay. Ich brauche 50. Was kostet das? 38. Ja. Gut, dann mache ich nochmal. Dann kostet jetzt 72 insgesamt. Aber wir verdienen ja noch Geld. Und dann passt das schon. So, was ist das? Options und Apply Changes, genau. So, hier oben sind auch unsere Aufgaben, die wir tun müssen, sozusagen. Use a Crafting Station, also benutze eine Crafting Station. Diese Tailor Station zum Beispiel. Use the counter to order and receive delivery. Ah, jetzt kann man das machen, okay. Hier kann ich jetzt zum Beispiel Stoffe bestellen, um Kleidung herzustellen. Aber ich lasse das erstmal, weil ich brauche 50 Silber. Wir haben 43 zwar, aber ich möchte auch nochmal sicher gehen, dann öffne ich lieber den Laden und werde noch ein bisschen Geld verdienen jetzt. So. Um danach dann weiter zu kaufen und alles. So, da haben wir es schon. Die braucht Stoff. Ah gut, das kann man hier zum Beispiel jetzt kaufen. Einmal Brot noch und das so. Dann verkaufen wir hier den Stoff. Und dann legen wir da noch die Kleidung hin. So, also Geld haben wir dann auf jeden Fall schon mal
ganz gut was dabei. So, ja. Und das war wieder ein Tag. So, dann können wir. So, genau, hier haben wir jetzt die 50 gezahlt und jetzt sind es sogar 60 Silber, die wir zahlen müssen beim nächsten Mal. So, was können wir machen? Ich glaube, die Palette, die schiebe ich erstmal hier hinten in die Ecke weiter. So. Und Bestellung aufnehmen. Ne, lassen wir mal. So, einmal Werkzeug nehmen wir mal runter. Dann packe ich da Kleidung hin. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, beende ich diese Aufnahme erstmal. Und ich hoffe, bis hierhin ist das Spiel erstmal für euch übersichtlich und vielleicht hat es euch gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch Kommentare da. Ich freue mich auf alles. Und ich hoffe, bis zur nächsten Aufnahme. Viel Spaß noch und tschüss.